Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Splatoon. Ich werde dann, wenn ich das nächste Mal gestorben bin, erstmal den Ton für mich leiser drehen. Ich habe vollkommen vergessen, dass die Musik von Splatoon manchmal doch etwas laut sein kann. Ich habe ein neues T-Shirt geholt über Tentaworld, also über diese Handy-App, und bin eigentlich relativ zufrieden damit. Schade, das war nicht ganz so gut. Oh, ich bin gestorben. Ich kann leiser machen. Ah. Okay, besser. Durch Washi besiegt. Dann färbe ich mal ganz kurz den Spawn ein. Und mache mir mal die Tintenpatrone voll, damit ich wenigstens mal ein Special losschießen kann. Das würde ich zumindest begrüßen. Oh, außerdem ist es hier relativ uneingefärbt. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ich gehe mal kurz hier rüber. Oh, man kann die Wand gar nicht einfärben. Das wusste ich natürlich noch. So. Dann färbe ich nämlich mal ein bisschen hier hinten wenigstens die ganze Gegend ein, während die sich vorne kloppen. Und hoffe, dass ich dann dafür sorgen kann, dass wir vielleicht insgesamt dann mehr haben am Ende. Werden wir gleich sehen. So, und dann werde ich mich gleich daran setzen, die Farbe von denen zu überpinseln. Genau. So, sehr gut. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, vielleicht. Wow, 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 wow. Ach, das ist einer von uns. Oh, das hat mich irritiert. So ein kleines bisschen. Ja, okay. Hm, das ist nicht schlecht. Die sind auch schon in Gefahr. Das gefällt mir sehr gut. Dann mache ich das mal noch so. Die werden dann relativ gut überpinselt sein. Gut, perfekt. Wow, wow, wow. Wo kam das denn her? Hinter mir. Das habe ich natürlich voll gesehen. Heldenpulli. Was? Pluviator. Das habe ich noch nie gesehen, das Wort. Ich spring mal kurz zu dir. Vielleicht könnte das was werden. Das sieht bis jetzt zumindest gar nicht so schlecht aus. Das war gerade natürlich mega viel Können und nicht einfach nur Glück. Zum Beispiel auch dieses Festing an dem Schild. Das war alles Absicht. Damit hat nämlich keiner gerechnet. Nicht mal ich. Okay. So, dann verstecke ich mich erstmal ganz kurz hier. Und schießt hier noch ein bisschen. Ja, genau. Ich glaube, das sieht relativ gut aus. Ich bin zwar jetzt auch etwas ausgelaugt, was meine Farbe angeht, aber ich glaube, wir gewinnen letzten Endes trotzdem das Match. Ja, ich glaube, das sieht überraschend gut aus. Ja, schön. Na, das lief doch gut. Die waren noch in Gefahr. Ich glaube, ja. Das war eine gute Runde. Die war auch zum Reinkommen ganz nett. Ich habe auch nicht geguckt, was so ist. Ich habe übrigens alles quasi gerade relativ neu an Klamotten. Ach, ich bin mal Erster. Das kann eigentlich kein gutes Zeichen sein. Moment, wir werden es gleich sehen. Ja, da seht ihr es. Also die Effekte sind alle noch leer. Ich bin jetzt gerade dabei, das alles hochzuleveln. Und dieses Pixel-Shirt werde ich dann versuchen hochzustufen. Und mit Hochstufen meine ich natürlich die Anzahl an Effekten. Ich will immer versuchen, hier in Splatoon so harmlos wie möglich auszusehen. Wir haben einen in der Gruppe, der heißt Splatoon. Also, das ist ja interessant. Also in unserer allgemeinen Kampfgruppe, nicht jetzt unbedingt im Team. Ich habe gerade gar nicht geguckt, wo er gelandet ist. Ja, und ich habe gehört, dass man ab Level 20 eigentlich richtig gute Waffen bekommt und dass davor der Kleckser unglaublich gut sein soll. Das hat mir Lele gesagt. Da bin ich mir jetzt auch ziemlich sicher, warum ich so oft diesen Kleckser gesehen habe. Das liegt wohl daran, dass der einfach besser ist. Wobei ich gar nicht weiß, warum. Entweder ist der Schaden von dem relativ hoch, ich weiß es gar nicht. Aber ich werde den vielleicht irgendwann mal probieren. Einfach nur mal testen, wie der so ist, bis er spielt. Und ich soll wohl, weil ich habe mit FireMG und ihm ein paar Runden gespielt, und es ist etwas rauskristallisiert worden, dass ich unglaublich gerne Bomben schmeiße. Vor allem diese Special hier zum Beispiel. Und es gibt wohl diese Insta-Bomben, die da relativ schnell... Was macht denn der hier? Also, das tat mir jetzt unglaublich leid, aber er hat sich nicht bewegt. Das war bestimmt ein DC. Ja, es gibt ja diese Insta-Bomben, die sofort zerplatzen. Und es gibt wohl relativ viele Bomben-Tintenverringerer. Also, damit man wirklich viel schmeißen kann. Und es gibt wohl eine Spiel... Art, die sich so nennt. Das heißt, glaube ich, Bomb Cancer oder so. Und ich werde mal gucken, ob ich das vielleicht einfach ansteuern kann. Und dann spiele ich selber so.
Weil es klingt ein bisschen nach mir. Ich ziehe sowieso unglaublich schlecht, möchte ich dazu sagen. Wenn ich mal jemanden kaputt mache, dann ist es eher Zufall. Die sind bestimmt nicht vollständig in ihrem Team. Ah. Ah, das war auch etwas schade. Ach man, ich habe erst gedacht, ich kann mich übelst cool hinter den sneaken. Aber das ging leider schief. Und ich färbe mal wieder den Spawn ein, weil da ist noch relativ generell uneingefärbt. Das ist nicht so schön. Oh, vor allem hier. Das ist ja nichts. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch so viele Punkte vorhin gehabt, weil ich eingefärbt habe. Okay, okay. Perfekt. So, und dann... Achso, hier in der Welt frage ich mich übrigens auch immer, wie sieht denn das aus mit dem Bereich, der hier ist? Ich habe gerade gelernt, dass ich nochmal schießen kann während der Attacke. Das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, ich bin immer an meine Bomben gefesselt. Okay, das ist ja ein Game Changer. Verrückt, sieht aber eigentlich ganz gut aus, ne? Ja, dann mache ich den Spawn jetzt hier rechts noch. Kann man hier hoch? Nein, das sieht aus wie eine Wand. Okay, so, und dann schaue ich mal noch, ob hier irgendwo was ist, was relativ unschön, uneingefärbt ist, wie diese Kisten zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, kleine Kisten werden sowieso generell immer verschmäht. Ja, und dann färbe ich jetzt den der Zeug wieder ein. Ich weiß, wer zuerst kommt, malt zuerst, aber hier ist es so, wer danach kommt, malt einfach drüber. Perfekt. Oh. Das habe ich gut gemacht. Aber letzten Endes ist es auch nicht so schlimm. Ob ich noch was einfärben kann? Ah, ich glaube nicht. Ich glaube, da war schon alles eingefärbt. Aber es sieht trotzdem echt gut für uns aus. Ja, schön. Na gut. Dann war das jetzt mit der in die Bombe rennen vielleicht nicht ganz so clever. Aber ich habe wenigstens den Ursprung der Bomben auch besiegt. Das ist ganz nett. So, und dann machen wir jetzt noch eines, würde ich sagen. Und dann gucke ich mal, ob ich den Kleckser kaufe. Und wir haben einen Effekt. Sehr schön. Und dann muss ich das T-Shirt eh erweitern. Cool. Okay. Na, ich bin gespannt. Und damit meine ich natürlich, wie der Kleckser ist. Weil es benutzen ihn echt viele. Und ich bin gespannt, ob ich damit vielleicht auch ein, zwei K.O.s hinsetzen kann. Mal gucken. Und dann werde ich hoffen, dass ich irgendwann auch tolle Effekte für meine Brille bekommen. Also ich habe ja so eine Hornbrille wie die ich quasi auch in echt trage gerade. Also Hornbrille ist das falsche Wort, aber für so eine Hipsterbrille, sagen wir mal so. Ich glaube, das beschreibt das Ganze etwas besser. Und es wäre schon cool, wenn ich da irgendwie so schöne Effekte draufkriegen würde. Vor allem, wenn ich jetzt gerade erfahren habe, dass halt dieses Bombentintenverringerer so ein Ding ist, dann würde ich das unglaublich gerne probieren. Ach, schade. Das hätte etwas schöner enden können. Mach den mal kaputt. Ach, schade. Dann spawne ich den... Ja, ich spawne den Färb ein. So bin ich. Aber ich färbe vielleicht das hier noch alles erstmal ein. Dann kriege ich nämlich 100... Also wenn das hier komplett voll ist, habe ich mein Special bestimmt voll. Ja. Und das ist noch nicht mal ganz voll. Huch. Gut. Wow, das war ja fast schon taktisch. Das habe ich von FireMG übernommen. So eine Bombe zu werfen und dann einfach hinterher zu schwimmen. Springt mal zu mir bitte. Das wäre ganz cool eigentlich. Ah, das ist jetzt schlecht. Ah, es tut mir unglaublich leid. Ach, und ich glaube, ich kenne diesen Olaf, weil ich wurde gerade eben angeschrieben übers Handy mit "Du spielst ja Splatoon" von jemandem, der sich im DS früher Olaf genannt hat. Und ich glaube, das ist jetzt immer noch so. Und ich glaube, ich kenne den. Dann möchte ich mal hoffen, dass du jetzt nicht so gemein zu mir spielst. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt... Wow, 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 wow! Ach, Mist. Ich wollte noch schneller rüber. Bist du das etwa wieder? Nein. Du bist cool. Okay. Ah, ich... Kennt ihr zufälligerweise Dark? Das ist eine deutsche Serie, die auf Netflix ist. Und da gibt es einen Junge, der heißt Mikkel und der zaubert so ein bisschen. Und es gibt eine Szene, da sagt so ein Mädel zu dem, du bist cool. Und er sagt, nee, ich bin Mikkel. Der ist tatsächlich cool.
Schnell wegrennen. Und möglichst viel einfärben. Okay. Okay, okay. Ah, wir sind in Gefahr. Das ist keine gute Runde. Wow, 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 wow. Erwischt. Ah, das sieht ja wirklich unglaublich schlecht aus. Okay, gut. Naja, es hätte besser laufen können. Ach, ich wurde von Olaf zerlegt. Wie gemein. Gut, aber ich gehe jetzt trotzdem erstmal raus. Ich schreibe ihm mal, dass ich gleich wieder da bin, damit er vielleicht in der nächsten Runde mit ist und vielleicht auf unserer Seite. Wechsle erstmal das, wie nennt sich das gleich nochmal, die Waffe. Und dann schaue ich noch nach den T-Shirt-Effekten. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Und in diesem Sinne, bis dahin, euer Elik. Bye!